Weiter geht's mit Driver Empire 2. Viel Vergnügen euch allen. Und wir erleben ein Event, das reinkommt in Bodhi, in der Stadt, in der wir unterwegs sind. Ist eine Wollindustrie, die können wir für einen Appel und ein Ei bekommen. Ohne Auktion. Und das ist ein. Und der liefern wir gerade Wolle. Das ist echt eine gute Gelegenheit hier. Und wir machen Folgendes. Da ist unsere Weberei. Die gehört uns auch. Ja, der geht es echt nicht gut. Profit minus 5000 ist jetzt nicht so viel. Aber die Stoffe, die hier produziert werden, die werden benötigt hier oben in Carson City. Das ist ein Umsteigebahnhof für Post und Passagiere nach Westen. Und von hier geht es weiter gleich nach Winnemucca. Und jetzt hatten wir hier vorne ein Warendepot. Da können wir Holz und Mais einladen. Und dann können wir hier eine Route machen rüber nach Winnemucca. Ich hatte hier vorne schon das hier gebaut. Eine Hin- und Zurückstrecke, die noch nicht funktioniert. Wir bauen einen weiteren Bahnhof. Hier vorne rein. Zucker müssen wir für alle Städte mitnehmen. Vieh könnten wir hier reinbringen. Oder hier reinbringen. Wir machen hier eine Lagerhalle. Da wird das Vieh hier reingeliefert und der Zucker und was dann hier weiter transportiert wird. Hier brauchen wir keine Waren, kein Warenlager. Doch wir brauchen eines, weil der Stoff sonst nicht abtransportiert wird. Wir könnten eine Route machen, die hier Zucker und Vieh nach Winnemucca bringt. Ein Warenlager hier. Hier brauchen wir kein Warenlager. Wenn wir die Cargo-Strecke durchgehend haben, dann wird der Stoff automatisch auf beide Städte verteilt. Hier eine Lagerhalle, hier eine Lagerhalle. Hier ist ein Wartungsdepot. Da muss ein Wartungsdepot hin für die zweite Strecke hier. Ein Bahnhof hier oben hin, bitte. Ob man hier Zahnradbahnen bauen kann, fragt Gilgamesch. Leider nicht, wäre mir völlig neu. Tut mir leid, kann ich dir nicht anbieten. Einmal Höhenliniencheck. Ja, oh, das wird spannend. Hier ist der Zucker. Da ist das Vieh. Einmal hier hin. Höhenlinien mitnehmen. Einmal Gleisbau. Wir haben das so rumgesetzt. Hier haben wir gleich den Anschluss für... Oh, ich glaube, ich hätte den Bahnhof umgekehrt setzen sollen. Mit den Gleisen nach unten. Nee, geht auch so. Ein Gleis reservieren wir hier unten für... ganz rechts für das Vieh und für den Zucker. Vielleicht sogar zwei. Denn hier ist ja auch noch Mais, aber Mais können wir auch woanders hinbringen. Mais haben wir von unten. Jetzt führt hier eine Eisenbahnlinie lang. Hier geht's ab. Zweites Gleis, bitte. Und es geht da hinten hin. Hier hin. Ich weiß, wie wir es machen. Das wird bildhübsch. Einmal hier lang, bitte. Thank you.
Hier ran. Und hier rein. Da müssen wir rein. Davon gleich noch eine Parallelstrecke, ja? Lukard, 20. Abo, Grüße an dich. Hi, hi Lukard. Das checken wir jetzt einmal. Ob das so gut aussieht. Maximalgeschwindigkeiten passen, Steigungen. Die haben eine sehr enge Kurve, da kommen wir auf 36. Die mache ich mal weg. Ja, damit haben wir ein paar Erdarbeiten mehr, aber das ist nicht so schlimm. Hier geht's weiter, da geht's weiter, da geht's weiter. Hier haben wir eine sehr enge Kurve, mehrere. So können wir es machen. Ja. Wunderbar. Hat auf Anhieb geklappt. Also je länger man das spielt, desto besser kommt man auch mit dem Gleisbau zurecht. Obwohl er schon sehr intuitiv ist. Sieht top aus. Absolut traumhaft. Eine Parallelstrecke, einmal bauen. Ja, jetzt die Frage, brauchen wir noch eine weitere? Wir brauchen eine für Express, eine lange, die wir bauen werden. Und eine für Cargo. Wir brauchen definitiv noch eine. Schon ist das Geld wieder beinahe alle. Danke, Mr. Knister. Drei reichen aber erstmal. Auf Dauer werden wir vier brauchen. Aber wir können auch mit Ausweichgleisen arbeiten für die. Wir bauen mal ein paar hübsche Ausweichgleise rein, weil das auch hübsch aussieht. Das heißt, die drei lassen wir einmal so. So. Jetzt schauen wir uns, das hier geht parallel einmal rauf und einmal runter. Wir brauchen einen weichen Kopf, in der alles verteilt. Und zwar für alle drei. Einen hier. Und dann wird hier das entsprechende Gleis ausgesucht. Dann geht es oben weiter. Wir brauchen nur gleich noch einen Versorgungsturm. Und wir machen auf den beiden auf der rechten Seite, da geht es hin und zurück mit der Expressstrecke. Wir wollten eine ganz lange bauen für Post und Passagiere von der West- bis zur Ostküste oder in Etappen. Und links ist Cargo. Die können auch, da ist es nicht so schlimm, wenn man mal nicht so schnell fährt. Okay, ja. So, jetzt könnten wir hier oben uns das hier nochmal an. Oh, wir können uns die neuen Loks kaufen. Da ist sie. Die Atlantik, die coolste, ja, die kaufen wir. Atlantik Express Lok für alles. So, und jetzt müssen wir ganz viele im Lokschuppen ganz viele austauschen. Wir checken mal, wen wir überall haben. Wir haben die einfachen Expressrouten, die nehmen alle die De Glen. Die De Glen wird ausgetauscht auf allen Expressstrecken. Ja. Wir gehen dafür in den Lokschuppen, der ist hier oben. Und das war die jüngste, ne? Nee. Das ist die, die wir gerade freigeschalten haben, die Atlantik. Die sieht sehr hübsch aus. RE2, Railway Empire 2 lackiert. Und ach so, wir können die natürlich austauschen gegen von den Farben her, auch wieder so lackieren, wie wir das zuletzt auch hatten, mit. Die eine war schwarz. Dann hatten wir hier so ein helles Rot. Und das hatten wir, glaube ich, auf Grau gestellt. War das so? Das ist doof hier. Das machen wir mal ein bisschen dunkler. Das sieht da auch hübsch aus. Was haltet ihr davon? Das Rot machen wir noch ein bisschen anders.
Was sagt ihr dazu vielleicht? Tut mir leid, für zu knallig. Hogwarts Express von 1981. Im Ernst? Also das schon mal nicht, ja? Grün und Rot ist für alle rot-grünen Blinden auch zu heftig. Ja, das Grün, was anderes? Irgendwas Dunkles? Und so können wir es machen. Und dann machen wir das Rot noch dunkler. Bitte schreit auf, wenn es passt. Wie wär's denn damit? Was würdet ihr davon halten? Dann machen wir noch einen leichten Alterungseffekt rein, immer nur so ein bisschen. Wollen es ja nicht übertreiben, die soll ja nicht wie eine Rostlaube rumtuckern. Einfach nur so ein bisschen, dass sie ein bisschen Charakter bekommt hier. So. Was sagt ihr dazu? Geht das so? Ja, irgendwie sieht es ein bisschen deutsch aus, aber es sind nicht die original deutschen Farben hier. Was meint ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Ja, genau, na ja. Bello Bismarck meint na ja, danke. Boah, individuell, Belgien. Ihr seid total begeistert. Welche der drei Farben stört euch am wenigsten? Am meisten. Welche der drei Farben stört euch am meisten? Das Gelb, das Rot oder das Schwarz? Blau-Weiß wünscht sich Matze. Melanie meint mehr Orange. Das Gelb findet ihr doof? Viele Leute finden das Gelb doof. Echt? Ganz viele Leute finden das Gelb doof. Das ist ja krass. Dabei ist es eigentlich ein Orange. Wir könnten ein Grün draus machen. Grasgrün? Ein Pink. Also ich fand das bislang am besten, muss ich sagen. Weiße Punkte. Drei Farben sind zu viel. Ich könnte auch einen anderen, helleren Grauton hier drauf packen. Sowas. Wie wär's denn damit? Wie wär's denn damit? So okay? So okay? Ja? Ja, besser. Ja, besser ist ein tolles Lob. Ja, passt. So machen wir das. Also wenn Tante Mimi und Matze einer Meinung sind, dann ist die Welt eine heiler. Ja? Einmal schließen. Jetzt müssen wir die noch bauen. Jetzt müssen wir noch... Welche wollten wir austauschen? Die Clay wollten wir austauschen. Ne? Das heißt, wir nehmen die hier. Jetzt gehen wir in den Lokschuppen rein und sagen Lokomotiven ersetzen. Und wir ersetzen die Clays. Die Deglen, die waren das, ne? Die Deglen waren das, oder? Oh Gott, welche waren das? Express. Viermal die Deglen. Viermal Express, ne? Vier austauschen. Naja, komm. Jetzt bin ich gespannt, wo die sind. Das ist Cargo. Ich habe mich erschrocken hier. In grün? Was? Wie? Wo? Das ist ja, das ist doch nicht unsere Lok. Oder ist das eine andere?
Ich wechsle mal schnell. Ihr macht mich hier fertig. Oder sind das zwei Loks nebeneinander und ich sehe die falsche? Das ist hier. Ach Gott sei Dank, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich war erschüttert. Ich dachte schon, ich hätte alles falsch gemacht. Da waren einfach nur zwei Loks nebeneinander. Das ist unsere hier. So sieht sie aus. Ah Leute, komm, das geht doch, oder? Ist doch alles gut so? Ja, alles super. Da fällt mir so ein Steinchen vom Herzen. Ganz im Ernst. Ich dachte schon, ich hätte alles versaut und wir müssen neu starten auf der Karte. Ja, bitte auch einmal abfahren, ja. Richtung Sacramento? Ja. Cool. Eine Bulldog. Sehr schön. Also ich finde, dann fährt doch jeder Passagier gerne mit, oder? Zauberhaft. Alles passt, wunderbar. Ja, Matze, ich hab das eben schon gelesen. Matze möchte gerne gucken, ob unsere Industrie Gewinne macht. Aber ich glaube, das spielt sich so richtig erst ein, vielleicht nach einem halben Jahr, wenn sich das verteilt. Wir wollten noch weitere Bahnen bauen. Wir haben 1,3 Millionen auf der hohen Kante und wir müssen das Geld noch verprassen. Für Winnemucca, hier fährt noch niemand drauf. Wir haben die Route gebaut und die fährt noch nicht. Wir machen jetzt die Verlängerung, einmal abspeichern. Von Winnemucca aus. Hier gibt es Bier. Ja, Elko schließen wir heute noch an. Eine Elko-Bahn bitte. Und in der Nähe von Elko sind Obst für später. Getreide kommt von hier unten mit dazu. Das müssen wir. Nee, das ist Mais. Getreide können wir hier als Input reinnehmen. Und von Elko geht es nachher nach Salt Lake City. Hier unten lang. Okay. Ja. Elko oder Eiko? Elko. Die hätten wir den Bahnhof nach oben gebaut. Dann können wir das hier auch machen. Ein Bahnhof so rum hier bitte. Oh, krass. Oh weia. Oh weia. Oh je. Oh nein. Habe ich mich schon beklagt. Wir könnten hier durch den Pass versuchen, hier durchzukommen. Durch den Pass. Schaffen wir das? Alter, hier wäre die riesige Umfahrt hier vorne. Hier raus und den Pass, klappt das? Sollen wir es versuchen? Versuch macht klug. Wir nehmen das Gleis 2. Das klappt nie und nimmer. Ich versuch's mal. Habe ich schon gesagt, dass ich es nicht schaffe? Ich versuch's mal. Also eine Verlängerung bitte. Wir brauchen eine Dreierbahn. Hier geht's los. Oh je. Habe ich schon gesagt, wie schwierig es ist? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Einmal hier hoch, rein. Oh weia. Ja, einmal hier versuchen raufzukommen. Hier den Hang lang bitte. Müssen wir hier irgendwie runter? Oh, hier runter oder da runter? Das ist zu steil. Wir müssen hier links runter. Wir müssen eine dicke Kurve fahren hier. Oh, hier bin ich. Einmal hier runter.
Je weiter wir nach unten kommen, desto besser. Und am weitesten unten ist was? Oder wir machen die direkte Strecke hier den Hang runter. Wir versuchen es mal. Ich weiß nicht, ob es klappt. Habe ich schon mal erwähnt, wie schwierig das hier ist? Ja, ne? Bin mir gerade nicht ganz sicher. So, welches Gleis war das? Das war, glaube ich, das hier dann, ne? Wir bauen das gleich in schön. Also, wir haben ja drei nebeneinander. 1, 2, 3. Wir haben ja das rechte genommen. So, und das führt dann oben in das rechte auch rein. Bitte gerade raus. Ja. Einmal so. Wir schauen, ob wir es ohne Brücke hinbekommen. Geht. Also die 54 km/h sind erbärmlich, die sind wegen der engen Kurve hier. Erdarbeiten geht, das geht, es funktioniert. Vielleicht, dass wir hier etwas früher raufgehen, damit oben die Steigung eine kleinere ist, ist unwesentlich teurer. Ja, soll man hier den Knick noch rausnehmen? Ja, kostet nochmal 3000 Flocken mehr. Es geht tatsächlich. Das Blöde ist, wir werden jetzt zwei Bahnen gleich haben, die in der... Ach, 68. Die Kurve ist zu eng und wir werden ja zwei Bahnen links davon haben, die hier die Innenkurve bekommen, werden links davon und die ist noch enger. Und die Bremsen, die nehmen die Karma raus. Das heißt, die Kurve hier, die muss weiter werden, indem wir vielleicht... Ja. So klappt's. Also 100 fahren die eh nicht. Das ist vollkommen egal, wenn in der Spitze steht 111. Das ist eh Quatsch. So ist das gleichmäßiger verteilt. Ja, so geht's. Was mir Sorgen macht, sind die, die ja gleich links davon fahren. Das wird echt sehr eng werden und die werden ordentlich bei mit Tempo rausnehmen. Ich weiß, wie wir das machen. Ich weiß das. Das wird gar nicht die engste Stelle sein. Wir sagen, wir nehmen den hier weg und packen den hier hin. Weil dann hat man hier zwar eine enge Kurve, aber das kriegen wir alles hin. Und dann ist das hier, die Engstelle hier ist dann die Innenkurve. Das ist dann schon die engste. So klappt's. Das andere werden dann die Außenkurven sein. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Allerdings könnte es hier eine gefährliche Enge geben. Ja, der fährt ja langsam an. Muss er einmal anfahren, ne? Mit 80, die 39 hier sind total doof. So. Wenn den leicht nach links gehen, ist schon einfacher. So. So geht's. Noch ein bisschen weiter nach links, weil wir werden Innenkurven gleich hier haben. So geht's. Die 5 km/h sind zum Start zu heftig. Die 5%, so geht's. Der soll erstmal lostuckern. So klappt's. Jetzt haben wir's. Nein, ich baue nicht alles nochmal neu und links am Berg vorbei. Das ist auf gar keinen Fall. Ich finde das sehr gut hier. Einmal bauen. Jetzt kommt die Parallelstrecke auf der
auf der Seite. Oh. Nein, das müssen wir manuell machen. Wir müssen hier vorne, das muss eins nach links. Das muss hier rein. Und dann kommt hier ein Parallelgleis. Jetzt müsst ihr mir echt die Daumen drücken, dass das so klappt mit den Kurven wie geplant. Es klappt. Es funktioniert. Es klappt. Einmal hier, einmal bauen bitte. Einmal parallel. Die drei, ja, das ist nicht perfekt, aber wir nehmen es in Kauf. Einmal bauen bitte. Geld ausgegeben, hat geklappt. So. Und nun geht's von den Richtungen her. Eine Strecke ist die Expressstrecke, zwei sind für Cargo hin und zurück. Nee, stimmt nicht. Das ist ja die lange Expressstrecke, die nach Ost-Nah-West führen wird. Das heißt, wir brauchen eine doppelte Expressstrecke, die ja neu startet. Hier. Rauf und runter. Die sind noch unbefahren, genau. Das hier ist Express, der Rest ist Cargo. Wir werden langfristig, und bei Cargo wollten wir mit Ausweichgleisen arbeiten. Das heißt, das hier links ist einmal Express. Hier rauf, darunter. Rechts ist Cargo einfach mit Ausweichstrecken, falls nötig, weil es mehrere Züge gibt. Und hier vorne wiederum machen wir das auch so. Rauf und runter, perfekt. Ankunft in Carson City. Ja, funktioniert. Weichenköpfe setzen. Ein Weichenkopf für alle drei. Oh oh. Für alle drei. Oh oh, geht das nicht? Sollte eigentlich gehen. Ach, das ist zu kurz hier. Wenn wir mal ein Zweierweichenkopf. Ach, das geht nicht. Das ist wahrscheinlich wegen der Kurve. Wir brauchen eigentlich einen Dreierweichenkopf hier. Das geht nicht wegen irgendwelcher Engstellen hier. Weil das zu eng, weil die Kurve hier zu eng ist. Das ist der Weichenkopf. Die sollen sich hier unten jeweils ein Gleis aussuchen. Das ist zu eng. Die Kurve ist hier zu eng. Aber wir könnten hier den Weichenkopf schon machen. Der würde dann nicht hier schon nach unten hin. Das lösen wir anders. Wir nehmen den Knick hier raus. Das hier ist drauf, das hier ist runter, ja. Oben ist immer noch alles unverändert. Jetzt den Weichenkopf bitte. Geht immer noch nicht. Geht immer noch nicht. Wir können auch einen Zweierweichenkopf machen, Raubfriese. Das ist möglich, aber es wäre cooler eigentlich mit dem. Ich fände es eigentlich cooler mit rein, aber das scheint nicht zu klappen, weil wir hier nicht an den. Ja, wir könnten auch die hier unten nach hier oben umlegen. Ja, dann arbeiten wir mit einem Zweierweichenkopf. Das sollte doch möglich sein, aber auch es hier oben.
Das müssen wir mal rauskriegen. Wir werden das sauber hinbekommen, ja. Oder wir legen die hier um nach hier vorne hin. Das können wir auch machen. Dann müssen wir die Strecke hier allerdings neu aufsetzen. Oh, die wird noch gar nicht benutzt. Ach, die hatten wir noch gar nicht benutzt. Von Bodie aus nach Carson City. Die wird noch gar nicht gefahren. Super, dann können wir die noch umlegen. Wir machen es ganz, ganz einfach. Das hier kommt weg. Da habe ich eins zu viel abgerissen. Einmal hier hin. Dann geht es hier ins Außengleis. Wir nehmen sogar das Ganze aus, damit wir die Cargostrecke notfalls ausbauen können. Oh. So geht's. Ja, einmal bauen schnell. So rum. Ein Weichenkopf hier oben. Einer hier hin. Ein zweier Weichenkopf. Und da entsteht er. Strecke checken. Ja. Alles okay. Und jetzt schließen wir die hier vorne auf den Gleisen in der Mitte an. Und jetzt gehen wir hier vorne hin. Und ich wette, das klappt jetzt. Jetzt den Weichenkopftest. Daumen drücken, dass es jetzt geht. Ein Dreier Weichenkopf. Ja, jetzt geht es. Perfekt. Wunderbar. Problem gelöst. Ach, sehr befriedigend. So. Und jetzt können wir die Züge aufs Gleis setzen. Jetzt brauchen wir für die Verteilung unserer Waren hier vorne in Winnemucca. Schließen wir nachher noch an. Den Zucker und das Vieh. Und das, die werden hier aufs erste Gleis drauf geschickt. Das habe ich extra freigelassen. Wir brauchen dafür hier ein Lagerhaus. Eine Lagerhalle, damit das mitgenommen werden kann. Einmal bitte Zucker einladen. Und das andere war Vieh, ne? Vieh wird für hier gebraucht und auch für hier unten. Ja. Vieh wird auch da mitgebracht. Viehzucker, das reicht ja. Vieh und Zucker. Okay. Ab rechts von Winnemucca noch ein Weichenkopf fehlt. Ja, definitiv. Danke an Sven. Da kommt er hin. Hatten wir hier unten eingebaut? Noch nicht. Ja. Und hier vorne in Elko, also der Zucker und das Vieh kommen nach, werden in Winnemucca umgeteilt. In Elko wollten wir irgendwann mal Obst und Getreide hinbringen. Das hat aber Zeit. Getreide kann man auch von unten hinbringen, können wir uns immer noch überlegen. Nachher geht es von Elko nach Salt Lake City.
die Strecke hier könnten wir schon mal machen. Bin ich gerade zu faul? Ist schon spät. Wir machen einmal eine Fahrt hier. Und den Rest machen wir dann am Mittwoch ist der nächste Railway Empire Stream. Ein Tag vor Release. Mittwochabend ab 19 Uhr. Und jetzt machen wir in Carson City. War in Carson City ein Lager, ne? Denn wir brauchen eine hier, um nach Bodie den Zucker hinbringen. Ne, Moment, Augenblick. Die Strecken fahren von hier durch. Genau, von Carson City aus geht es nicht direkt durch nach Bodie. Hier ist auf jeden Fall umsteigen. Hier muss ein Warenlager hin. Eine Lagerhalle. Und hier wird dann umgelagert von den Cargotransporten von Süden und von Nordosten. Und welche Waren brauchen wir alle? Von hier unten wird raufgebracht Wolle nicht, Stoffe. Die werden rübergebracht in die Städte, nach rechts. Stoffe. Und was kommt hier rein? Stoffe, Holz und Mais, ne? Stoffe, Holz und Mais. Denn die gibt es hier rechts nicht. Das heißt, einmal das Warenlager hier. Einmal bauen. Ist schon da. Das ist Lagerhalle. Es kommen rein Mais. Holz. Und die Stoffe. So war es richtig, ne? Tuch, genau. Tuch. Also die können dann hier, wenn die vom Süden aus hier heraufgebracht werden, von der Tuchfabrik von hier, kommt das Tuch und von den landwirtschaftlichen Betrieben von unten kommen Holz und Mais, dann können die hier mit einem umgelagert werden hier vorne in die andere Bahn, die ja rüberführt. Und wir wollen umgekehrt aber auch alles, das im Osten hier hingebracht wird, dass es nach Bodie weitergebracht werden kann. Und deshalb brauchen wir einen Umschlagplatz für Bier. Also Bier muss ja umgelagert werden können für den Süden. Bier, Fleisch und Zucker. Bier, Fleisch, Zucker. Ja? Nee, Fleisch wird von Carson City aus schon geliefert. Fleisch müssen wir nicht von hier oben runterbringen. Bier und Zucker. Klopapier gibt es sogar. Bier und Zucker. Und da ist das Bier. Da ist der Zucker. So. Einmal abspeichern. Einmal ein Bonbon nehmen, dann weitermachen. Die Strecken richten wir da ein und dann geht es am Mittwoch hier weiter. Und gerne nochmal der Link posten. Ah, gerade von wie das hier gepostet. Auf unseren Kuni, die Gutscheincode. Da stehen die Preise und der Gutscheincode wurde im Link gepostet. Spiel ist da etwa 19% billiger als die unverbindliche Preisempfehlung. Gilt für beide Versionen, die wir haben. Infos wurden gerade gepostet. Bahnhöfe kann man im Nachhinein erweitern, ja. So, jetzt bauen wir einen Zug. Also Bodie wurde bereits beliefert. Und jetzt brauchen wir einen Frachtzug. Wir machen einen Zug, der Passagiere und Fracht raufbringt. Das heißt, wir gehen rein in neue Zuglinien. Wir machen eine komplette Automatik für rauf und runter bringen. Das sind nur zwei Bahnhöfe. Da kann nichts schief gehen. Komplett Automatik. Wir wählen eine gemischte Lok, die alles schafft. So eine. Ich glaube, das ist die beste gemischte Lok, die es gibt. Für Fracht und für Passagiere. Wir starten hier. Hier geht's rauf. Und die fährt hin und zurück. Und die werden wahrscheinlich zwei Züge brauchen. Das ist zwar eine kurze Strecke, aber es wird nötig sein. Dafür haben wir hier auch alles gemacht mit doppelten Gleisstrecken und mit Weichenköpfen. Die nehmen sowohl die Passagiere mit und die Post, die Expressgüter,
als auch alle fertig waren, alle Rohstoffe, die irgendwo in die Lagerhalle reinkommen. Ich versuche es mal komplett zu automatisieren. Der Chefentwickler Daniel Dumont war bei uns zu Gast und meinte, das sollte klappen. Wir gucken mal, ob es klappt. Komplette Automatik hier. Die Güter, die oben angezeigt werden, sind die Güter, die mitgenommen werden können aufgrund unserer Voreinstellung, nicht die, die in jedem Zug mit dabei sind. Wir machen zwei Züge, die halten dann so ein bisschen Sicherheitsabstand zueinander, starten hier unten und Daumen drücken, bitte. Hier geht es los. Ja. Mal gucken, was hier mitgenommen wird. Ja, wir brauchen noch die anderen Strecken, ich weiß. 8 Gleise maximal am Bahnhof. Frau Friese schreibt das genau richtig. So, Matze hatte sich gewünscht, falls Matze noch da ist. Matze, extra für dich. Für dich. Was macht die Industrie ja? Was bringt die Industrie ein? Produktion 89.000 haben wir eingenommen. Das ist die Produktion in unseren Fabriken hier. 13.000 in dem Quartal. Es geht langsam runter, weil die Waren verteilt werden. Da fahren wir einmal rüber. Wir nehmen im Augenblick nur Express mit. Aber es wird sich noch einpendeln. Gerne, Matze. Einmal Ankunft hier hinten gleich. Und jetzt gehen wir hin und machen hier oben noch die Strecke, die von Elko, Winnemucca, Carsten, eine Expressstrecke und eine Cargostrecke. Die Cargostrecke wird zu Beginn nicht so ausgelastet sein, weil das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir zu Beginn des nächsten Streams noch eine Vieh- und Zuckerstrecke hier hinbauen müssen. Aber was wir schon machen werden jetzt. Wir haben mal drei nebeneinander. Express machen wir für hin und zurück, weil die wird ganz lang laufen bis Salt Lake City und weiter. Und das alles wird Cargo. Und wenn wir mehrere Züge haben werden hier drauf, dann werden wir noch Ausweichgleise bauen müssen. Die haben wir noch nicht. Jetzt machen wir erstmal eine Expressroute. Neue Zuglinie. Mit Start in Elko bitte. Einmal Express, eine Express-Lok bitte, die neue, die wir freigeschaltet haben. Ein Zug sollte reichen, Abfahrt hier. Jetzt stellen wir auch ein, auf welche der Bahnen, die sich hier einlassen sollen. Ich hätte gerne, dass sie die Rauf- und Runterstrecke benutzen. Also einen Punkt hier setzen, der Rest wird dann automatisch eigentlich klappen. Dann geht's rauf nach Winnemucca. Dann geht es hier raus. Achtung, wieder auf der Hin- und Zurückstrecke. Also bitte hier. Rüber nach Carson City. Und hier kommen die Passagiere von der getrennten Strecke an. Dann geht es ja wieder raus. Und zwar hier geht es raus. Genau. Einmal hier hinten hin. Dann bitte wieder auf dem hier raus. Wunderbar. Und Ankunft in Elko. Wenn die unten angekommen sind, fangen die oben wieder an. Alles klar? Jetzt bitte einmal Express umbenennen. Das ist die Strecke Elko nach Carson City. Ich weiß, wir müssen noch alle Versorgungstürme und so weiter bauen. Wir wollen das erstmal einrichten, dass es klappt. Achtung! Hier fährt er jetzt ab. Ja, schicke neue Lok in coolen Farben. Was der Vorteil ist, eine zweigleisige Strecke mit nur einer Lok zu befahren, gar keine Lok.
Das ist, weil wir eine große Ost-West-Verbindung mit Express bauen wollen und weil ich keine Lust habe, nachher alle Strecken neu aufzusetzen und tausend Rumfummeleien-Aktionen zu machen, wo man nur Fehler machen kann, mache ich es lieber gleich richtig. Jimpy, lieben Dank fürs erste Abo. Willkommen, Blumen aus dem Chat, für ein neues Community-Mitglied. Und Sergeant Doc, danke für ein halbes Jahr dabei sein, Sergeant Doc. Zug funktioniert. Sehr schön. Ja. Ich finde die Farben toll mit Rot und Grün hier. Grün die Waggons passt toll zu den roten Loks. Bull steht drauf. Das gefällt mich auch. So, und jetzt kommt noch eine letzte Strecke brauchen wir noch. Und zwar die Cargo-Strecke, die einfach Fracht hier hin und her bringt. Die startet in Elko, bitte. Eine Frachtstrecke. Nehmen die coolste Frachtlocke, die es gibt. Boah, das ist gar keine so tolle. Die nächste wird wahrscheinlich im Februar freigeschaltet. Echt, das ist die letzte hier? Unfassbar. Eine davon. Falls wir mehrere einsetzen wollen, sollten wir eigentlich, dann müssten wir Ausweichgleise bauen. Danke an Schnickerlodeer fürs fünfte Abo. Grüß an dich. Einmal Fracht. Wir fangen hier an. Wir suchen uns wieder einen Punkt aus und nehmen diesmal die Einbahnstrecke. Ja. Dann geht es hier vorne hin. Hier wieder raus. Hin. Dann auf der Einbahnstrecke wieder raus. Und hier auch wieder rein. Und dann landen wir automatisch hier oben in Elko. Und die fahren wir jetzt mal mit. Ein Zug, eigentlich brauchen wir zwei. Da müssten wir eine Ausweichstrecken bauen, aber machen wir jetzt nicht. Versorgungsturm und Wartungsturm stecken wir noch und dann machen wir eine schöne Fahrt. Das wird eine sehr hübsche Fahrt. Ja. Bier wird eingeladen, okay. Das ist für die Fahrgäste. Nee, das ist für das Personal. Einmal randvoll mit Bier, bitte. Klingt etwas anders, als ich es gemeint hatte. Jimpy, lieben Dank. Auch fürs erste Abo, Blumen nochmal für dich und danke für den netten Satz hier. Abfahrt klappt und wir fahren jetzt auch länger mit, aber vorher. Wir wollen ja auch genießen, was wir geschafft haben. Vorher müssen wir uns noch Versorgungstürme und Wartungsstationen angucken. Wartungsstationen ist für das Auffrischen der Lebenspunkte der Lok. Und wir hatten, glaube ich, eine Wartungsstation in Carson City. Keine. Hatten nicht, hier unten hatten wir aber garantiert eine. Ja, ein Wartungsdepot. Wir sollten ein Wartungsdepot in Wunnemucca bauen, weil da fahren alle Züge durch. Die wir gerade eingestellt haben und den wir noch bauen werden, der Vieh und Zucker hier reinbringt. Deshalb muss hier ein Wartungsdepot hin. So, und dann... Hier haben wir noch keine Lagerhalle gebaut, aber die brauchen wir auch noch nicht. Die Lagerhalle in Winnemucca hatten wir schon auch noch nicht gebaut. Doch, da ist sie. Für Vieh und Zucker stimmt alles. Vieh und Zucker. Alles gut. So, einmal abspeichern. Einmal abfahren, bitte. Start in der Elko. Versorgungsturm habe ich noch nicht gebaut. Leute, echt. Ihr liegt auch in den Seilen hier. Niemand sagt mir mehr was hier. Es fehlen nur noch die Versorgungstürme, damit wir Sand, Öl und Wasser an Bord nehmen. Unfassbar. Hatten wir hier vorne eingebaut? Hier vorne steht auch keiner. Mach mich nicht fertig.
Ist das hier einer? Nee, ne? Das sind Weichenköpfe. Hier ist noch keiner. Einer auf dem kleinen Stückchen hier. Hier werden wir nachher rein und raus fahren. Eine Winnemucca und das Vieh. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier, wenn wir hier ans Ende eins hinbauen, dass der vielleicht sogar von der anderen Strecke noch benutzt wird. Hier ist schon der Weichenkopf. Es gibt Chaos, das kann man nicht machen. Nee, das kann man nicht bringen. Da müssen wir doch mehrere bauen. Einen stellen wir hier mitten in die Pampa. Und einen könnten wir noch hier unten hinstellen. In den Hang. Jetzt haben wir aber wirklich an alles gedacht. Und einmal Abfahrt bitte. Da ist er. Mit Rand voll mit Bier. Es klingt ganz schrecklich, ich weiß. Einmal Abfahrt bitte. Ja. Fährt auf den Weichenkopf drauf. Habe ich ihm das erlaubt? Nein. Der fährt die falsche Strecke. Mach mich nicht fertig. Die habe ich ihm nicht erlaubt. Ich habe ihm einen anderen Weichenkopf nur erlaubt. Das stimmt nicht. Ach, nach dem Bau der Versorgungstürme. Hat sich die, gab es den Fehler. Wir müssen erst die Versorgungstürme bauen und dann, ach komm schon. Ich muss den leider noch einmal neu starten. Das Bier wird nicht kaputt gemacht, das wird zurückgebeamt. Wir müssen die Strecke nochmal neu machen. Geht nicht anders. Starten dann mit der Frachtlok hier. Dann geht es beim zweiten Mal viel schneller. Alles klar. Einmal abfahren bitte. Das gilt leider auch für die Expressstrecke. Es tut mir echt leid, aber gibt sonst Chaos einfach. Da sind wir. Den Expresszug müssen wir auch nochmal machen, ja. Ja, ein gelber Zettel an den PC. Erst alles losschicken, wenn alles fertig ist, ganz genau. So, funktioniert, ja. Jetzt Daumen, jetzt sollte alles klappen. Links bleiben, nicht nach rechts rüber, immer schön links bleiben. Na, geht doch. Noch ein Weichenkopf, immer links bleiben, bitte. Immer links bleiben. Na, wer sagt denn? Wunderbar. Also, und jetzt schnappen wir uns noch unsere Expressroute, die korrigieren wir und dann können wir endlich fahren. Da vorne ist der Zug. Schade, aber das geht nicht verloren. Es wird nur zurückgeschickt hier. Wir starten erneut in... Ja, wahrscheinlich ist der
In Winnemucca. Wie wir starten nochmal in Elko hier. Das geht ja fix. Jetzt sollte alles passen. Einmal abfahren. Ah, ich habe Elko mit C geschrieben. Wird mit K geschrieben, ne? Ah, mit K. Ja. Welchem Zug wollt ihr folgen? Dem Bierzug oder dem mit Passagieren und Postsäcken? Ganz schnell, letzte Fahrt für heute. Mittwoch geht es weiter um 19 Uhr. Letzter Preview-Stream auf der Karte mit dem Safe-Game. Donnerstag hier. Restream auch ab 19 Uhr. Mit dieser Partie hier. Beide. Bier, beide, Bier, Bier. Also ihr sagt alles, was mit B ist halt. Ne? Dann, also das scheint ja schon mal gut zu funktionieren. Dann holen wir uns den Bier zu... Ach komm, wir fahren mit dem einmal die Strecke. Ihr wollt den Bierzug haben, dann bekommt er ihn. Entweder frage ich euch oder ich lasse es bleiben. Boah, was für eine Steinwüste hier. Ich wette, wir werden gleich von diesen Aufschneidern, diesen Angebern im Expresszug überholt. Von diesen Heizern und Lokführern, die sich für was Besseres halten, weil ihre Lok so grell geil eingefärbt ist mit in roten Angeberfarben. Wer immer sich das mal ausgedacht hat. Ja, Menschen, die bodenständigen Leute aus dem Zuggewerbe unterwegs sind. Die Bierbrauer und Lokbauer. Ihr wollt nur sicherstellen, dass der Zug ankommt, weil ihr aufs Bier scharf seid. Ich glaube, wir haben ein Drogenproblem hier. Da kommt der Zug in die Winnemucca an, halbe Strecke, ja. Was hatte er eingeladen? Bier. Warum frage ich überhaupt? Raus mit dem Bier. Er lädt das Bier tatsächlich komplett aus. Sind wir in Carson City? Nee, wir sind in Winnemucca, ne? In Winnemucca. Der könnte also theoretisch... Da ist der Express zu. Er fährt leer rüber. Er hat all das Bier hier schon abgelagert. Das ist nicht falsch. Das kann man nicht sagen. Die Leute haben Bier gebraucht. Die haben eingestellt. Er kann ja auf der... Wir müssen mal gucken, was da bei der Rückfahrt mitnimmt. Er ist natürlich in einem irren Tempo unterwegs. Es könnte sein, dass er jetzt sogar schneller unterwegs ist als der Express-Lok mit seinen Passagieren. Leute, das gibt ein Wettrennen. Schaut mal hier links. Wir werden überholt gleich. Da hinten versucht der Expresszug uns zu überholen, Leute. Dieser Angeber echt. Sieht schon sehr cool aus landschaftlich hier. Schwere Gewitterwolken am Horizont. Spiel ist übrigens aus Steuermitteln gesponsert worden. Ich weiß nicht mehr wie viel. 1,5 Millionen, irgendwie ziemlich viel, ist von der Bundesregierung, beziehungsweise von Bundesregierung handelt ja im Auftrag des Bundestages aus Steuergeldern der Bundesrepublik Deutschland in dieses Spiel geflossen. In euer Spielvergnügen. Damit ihr das Spiel bekommt hier. Mesio fragt mir meinen ersten Eindruck im Vergleich zu Railway Empire 1. Das hättest du mich vor 2-3 Wochen fragen müssen.
Mein Ersteindruck ist schon ewig zurück. Prismas Hart sagt, als Schweizer sage ich danke. Gerne geschehen. Ja? Ich möchte mal alle Zuschauer aus der Schweiz und aus Österreich, die im Chat da sind, wollt ihr mal uns Deutschen ein paar Blumen im Chat posten? Aus unseren Steuergeldern werden eure Spiele finanziert. Liebe Alpenländler, liebe Leute in der Österreich und in der Schweiz. Wir haben was gut bei euch. Herzsymbole kann man auch posten, ja? Was haben wir jetzt dabei? Ja, wieder nichts. Nichts ist wenig. Das ist vermutlich deshalb, weil die Stoffe oben noch nicht angekommen sind. Oder weil die Stadt sagt, die Stoffe behalten wir noch. Stoffe sind da. Bestand in der Stadt ist bei 11. Ja, die werden beim nächsten Mal mitgenommen. Hatten wir eben in der Lagerhalle die Stoffe eingestellt, hatten wir. Die werden schon mitgenommen. Ja, Black Desert, theoretisch könnten wir jetzt immer so Einzelstrecken einstellen und die Loks dann immer verkaufen, aber im Prinzip, wenn das einmal angelaufen ist mit dem, was wir uns überlegt haben, wie die Waren durch die Lagerhallen und die Strecken verteilt werden, dann ist das hier eigentlich das effizientere System, bin ich fest von überzeugt. Ob die Tuchfabrik Plus macht, wenn das hier erstmal läuft und das Tuch überall hin verteilt wird, garantiert. Jetzt wird Fleisch transportiert. Mit Schneckentempo. Die Lok 50 km/h. Die Welt rast vorbei. Links die Gleise der Expressstrecke. Ich habe ja irgendwie, Entschuldigung, ich bin glaube ich mit der Maus versehentlich von einem Bildschirm in den anderen gehüpft. Deshalb gab es gerade Problemchen. Also dafür haben wir gebaut auf Tempo, dass sie gerade mal 60 km/h hier schafft. Ob Transportier 2 Subventionen aus der Schweiz bekommen hat, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Allerdings war das zum Start auch ein sehr kleines Entwicklerstudio und die haben dann sind dann mächtig gewachsen durch den Erfolg ihrer Spiele erst. Und die hatten einen Publisher. Ein Publisher, der gar nicht aus der Schweiz kommt, sondern aus Belgien, Frankreich. Oder kommen die auch? Good Shepherd. Die kommen auch aus. Kann sein, dass Good Shepherd auch aus der Schweiz kommt. Auf jeden Fall haben wir das, glaube ich, gut hinbekommen und nächstes Mal immer viel Geld. Das ist einmal komplett gefahren. Was wir nächstes Mal machen werden, ist, dass wir hier vorne... ach, guck mal hier. Jetzt bekommen wir sogar eine Prämie dafür, dass wir das anschließen. Perfekt. Wir machen nächstes Mal eine Strecke, die von das Vieh hier hinbringt. Hier haben wir schon Umladen eingestellt. Durchfährt zum Zucker, Anschlussprämie, Zucker auch hier rein. Hier ist ein Lagerhaus, alles wird mitgenommen. Von Carson City nach Elko haben wir eine Cargo-Strecke und eine Express-Strecke. Hier nach unten von Carson City nach Bodi haben wir eine komplette Automatikstrecke. Und auch hier ist ein Cut nach links rüber. Und die Express-Strecke für Post und Passagiere, die wir hier laufen haben, können wir von Elko aus verlängern nach Salt Lake City, nach Rock Springs und noch bis in den mittleren Westen hinein. Bei den Cargo-Strecken müssen wir uns das noch überlegen. Wir haben im Augenblick nur einen Zug. Auf der Cargo-Strecke, das ist die hier rechts, wenn wir da mehrere Züge laufen haben wollen, müssten wir Ausgleichsgleise bauen. Das hier links dagegen, das haben wir jetzt schon gebaut, zweigleisig für eine sehr lange Expressstrecke, die wir durchgehend haben wollen. Und wir können uns mit den Forschungspunkten jetzt gleich auch eine neue Lok freischalten. Ah, vorne, da können wir noch die... Ah, wir holen die Deppen ein von einem Expresszug, Leute. Hier, nimm das.
Entschuldigung. Das sind so Angeber. Die, also echt, ihr müsst mal mit diesen Express-Lokführern und Heizern im Real Life sprechen. Die tragen das Näschen so weit oben. Echt. Unangenehme Leute. Good Shepherd ist niederländisch. Danke für den Hinweis im Chat.